Geschichten aus der Mühle. Kapitel 4: Der Ruf des Kurt Hulu. Kotelett Krimi Klaus war kein gewöhnlicher Detektiv. Mit seinem markanten Schnurrbart, der stets perfekt gestylten Frisur und seinem unverwechselbaren Sinn für Stil war er eine Legende in der Welt der Kriminalistik. Geboren und aufgewachsen in den engen Gassen von Berlin, hatte Klaus schon früh seine Leidenschaft für das Lösen von Rätseln entdeckt. Seine Fälle waren legendär und seine Ermittlungsmethoden waren so unkonventionell wie effektiv. Seinen Spitznamen Kotelett Krimi Klaus verdankte er seinem ungewöhnlichen Essverhalten. In seinem Lieblingsrestaurant bestellte er immer Koteletts mit Müsli, weil er die Kombination aus herzhaftem Fleisch und knusprigen Haferflocken so lecker, lecker, lecker fand, wie er es gerne ausdrückte. Diese Eigenart war längst zu einem Markenzeichen geworden und hatte ihn noch bekannter gemacht. In letzter Zeit war Klaus von einer ungewöhnlichen Serie von Albträumen geplagt worden. Nacht für Nacht fand er sich in einem düsteren Wald wieder, umgeben von einer bedrückenden Stille. Eine rote Mühle ragte bedrohlich in die Höhe und ein ungewöhnlich attraktiver Mann mit langen blonden Haaren tauchte aus dem Nichts auf. Der Duft von Teewurst lag in der Luft, begleitet von flüsternden Stimmen, die Rügenwalder Mühlenfest, lebe hoch, würzig, grob, herzhaft, fein, wir hauen rein, murmelten. Eine gigantische, schemenhafte Gestalt tauchte dann vor ihm auf und Klaus wurde von Dunkelheit umhüllt, bevor er schweißgebadet erwachte. Er wusste nicht, ob diese Albträume seit Wochen oder sogar Monaten andauerten, aber sie hinterließen ihn zutiefst verstört. Klaus konnte sich nicht erinnern, jemals zuvor solche Träume gehabt zu haben, und sie beeinträchtigten seine Fähigkeit, klar zu denken. Seine Arbeit als Detektiv litt darunter und er war nicht in der Lage, einen neuen Fall zu verfolgen oder auch nur einen einzigen Satz an seinem neuesten Roman über seine Abenteuer zu schreiben. Seit Beginn seiner Albträume konnte Klaus den Namen Kurt Hulu nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Er erschien immer wieder in seinen Träumen, begleitet von den mysteriösen Szenen im dunklen Wald und der roten Mühle. Entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, beschloss Klaus, nach Rügenwalder zu reisen. Vielleicht würde er dort Antworten finden, die ihm halfen, seine Albträume zu verstehen und seine geistige Gesundheit wiederherzustellen. Er packte seine wichtigsten Utensilien, darunter sein Notizbuch, seine Lupe und natürlich sein geliebtes Kotelett mit Müsli, bevor er seine Wohnung verlassen wollte. Doch bevor er gehen konnte, läutete das Telefon. Zögernd hob er den Hörer ab. Eine verstellte Stimme sprach auf der anderen Seite der Leitung: Sie sind in Gefahr, kommen Sie nicht hierher. Klaus fragte nach der Identität des Anrufers und was er oder sie damit meinte, doch die mysteriöse Stimme legte abrupt auf. Dieser Anruf bestärkte Klaus nur noch mehr in seinem Entschluss, nach Rügenwalder zu reisen und der Sache auf den Grund zu gehen. Er schnappte sich seine Sachen und verließ seine Wohnung, fest entschlossen, die Wahrheit hinter seinen Albträumen und den mysteriösen Anrufen zu enthüllen.